Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Verstappen, Leclerc und George Russell. Das war's mit dem Qualifying. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Okay, dann let's go.
Bravo, Jesus. Long time no see. Ich dachte mir, ich fange einfach mal am Samstagmorgen raus, da ich dachte, ich fange mal ein bisschen früher an als am selben Tag wie in Australien. Es wird mir zwar mit einem Sieg und Track geschenkt und deshalb muss ich eigentlich fragen, wie viel lebt man so viel, aber ich habe mir die Box einfach nur geschnitten. Deshalb wird das jetzt so. Aber da war ich halt auch nicht vorbereitet und ich dachte mir, vielleicht fährst du halt mal 2 Runden mehr vor. Das Ergebnis kann ja gar nicht besser werden, das ist mir auch klar, aber. Scheiße. Mit den Temperaturen im letzten Sektor. Ich glaube, ich muss eins runter. Das klingt sinnvoll. Das klingt sinnvoll. Ach, ja, Abu Dhabi ist eigentlich komplett bescheiden, nur wenn du Australien mal gefahren bist, wo du völlig, ich sag mal, random einfach nur weggeschossen bist bei der Strecke, freust du dich fast, hier fahren zu müssen. Mal ich hier für mein Team, und mit Team 10 IKR gefahren bin, und ich habe noch das Setup vom ersten Mal von Travis, das habe ich gerade gebaut. Und das hat ins Discord gestellt, der erste Mal, also ich habe einige Backup sozusagen. Deshalb ist es schon okay. Und ich bin jetzt, glaube ich, das ist meine zweite Lobby, die ich so fahre und die zweite war ziemlich okay. Geworden. Ist jetzt nicht so der Knaller. Meinst du, spiel zu laut zu meinem Gelaber jetzt?
Wie ende ich das denn? Weil ich will es eigentlich nicht. Also den Song in die ändern, der ist eh schon ziemlich leise, wie ich persönlich finde jetzt. Rein auf dem Ohr, also leise nicht, aber jetzt nicht so, dass es wirklich laut ist. Oh, vielleicht rede ich auch noch nicht so laut, weil ich noch gefühlt noch völlig zerdatscht bin. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Vettel, Verstappen und Charles Leclerc. Das ist Schrott. Das ist Schrott. Okay, ich glaube aber. Die wollen Sebastian, ja? Wenigstens einmal. Hey, Jimmy, du Schaf, made the point two before. But they invalid, of course. Now just like trying a bit, upload to set up for John Evans, which I can't share, of course. And already did the directly point two without any break or time for before, so it seems to be quite fast. Thank you.
Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,22,5. Alle Checks abgeschlossen. Achtung, der Wagen fährt jetzt aus. Keine Reifenprobleme zurzeit. Konzentrier dich aufs Fahren.
Das habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. Presse. Zustand des Autos. Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Alter. Nicht aufregen, nicht aufregen. Nein. Großartige Leistung, du warst wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Vettel, Verstappen und Charles Leclerc. Damit ist das Qualifying rum, aber keine Sorge, wir sind morgen zurück mit dem eigentlichen Grand Prix. Hey guys, thanks. F1 Esport Grandpa. Still faster than you probably. No, just kidding. So, I mean, I'm not kidding. Probably that's the true, but yeah. It's just fun to play a bit. I mean, I did it my whole life for real. So.
auf der Pole Position. Okay, Ryan, then everything is fine for me now. Nah, just kidding. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Vettel, Verstappen und Charles Leclerc. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird auf jeden Fall... I can try this to compare once, or better say a last time, after I'm used to it, to the track again. Why so much fuel in? Das Team in der Werkstatt hat hart daran gearbeitet, das Auto für dieses Wochenende für dich vorzubereiten. Belohnen wir sie dafür mit einer starken Leistung. Yep, one is definitely in, so which looks like an improvement compared to the time we did for IKR. But not sure if it's also 59 frames and GP mode. Don't forget we're in GP mode still. And I did a point too high in real session. So not real session, lobby, and did a 4 in real session, I think. But it's in there from Jonas, nice to drive. Need to test it in lobby and also then in race if it's drivable or maybe some improvement with wheels. And that one is, I think, this the one I use in AKR. So, come on, Gavin. Seven, so not sure if that's a little slower. Kinchi, good morning. So I need to get used to the other games like Air Factor or iRacing. So if you want to help me to get in, feel free. When is the race start today? At 14, huh? 14. European time? Wir sind erste auf dem Temporadar. 3:28,6. 29 incoming. Okay, yep, of course. And GG for Veloce. Not bad. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Oh Gott. So shit.
said the other guys told me the same, so it's strange because I haven't changed anything. Wait a second. What to change? So, John, tell me what to change. I have no idea. Everything is pretty low. So maybe to change this one? Maybe master volume. Are you using OBS? Yep, I do. White. I can also go. Uno segundo. Hello. Maybe I can. Ta-da. Oh yeah, I forgot. I'm sorry. Microphone audio mix. Can I go higher with this or Steel Series? I'm not. Yeah, I'm in. How? Where? So now I should. Hello. Does it select the maximum? Fuck. Hello. Ah, no, it's okay. I have no idea. Decrease computer's volume. Computer's volume, okay. But where? How? Series one, okay. Wait, just let me check if I did something wrong here. But it's strange because I haven't changed anything since maybe 2 months, 4 months, 5 months. No idea. So it's strange that it's a problem right now and not there all the time. Steel Series. Okay. So I just try this and give me update, please, in the chat. If there was a little close settings, copy. But how? I can only fix this now. It's better. Well, just let me go into the game. Hello. It's better. Oh yeah. Okay.
Okay, wait a second. I'll just go into the pits. So maybe it should be okay right now. Thanks anyway. Then we want to just do the and try the opposite. Click, tick, 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 tick. Hold on. Oh. Fuck. Okay, mate. Nice. Enjoy. And good luck. So I wanna watch later then. So. Yeah, man. Have a good one. Thanks. That was my bad. Okay. It's valid. Oh man, Codemasters, here's a shit. Ah, come on. Miles. Slow. Hey, Olli, altes Scheißhaus!
Ich wissen, dass ich vor euch bleibe, bevor ihr mich noch einholt. Auch vielen Dank nochmal fürs Fläschchen. Das ist natürlich schon längst getrunken, mein Hase. Ach, fuck off, Mann. Diese ganzen Bums, weil das Spiel 1000 Fehler hat. An der Scheiße da. Kotzt mich an. Ja, 13-0 ist okay. Ausgezeichnete Runde, wir sind sehr zufrieden. War gut, er war sehr stark, wenn ich ehrlich bin. Also entweder muss ich gucken, ob du dafür dann ein besonderes, nein, ein besonderes Tonic brauchst. Normal war er sehr dominant. Also er hat geschmeckt, aber er war hart. Also hat auch ordentlich gescheppelt. Aber war gut, war wirklich gut. Ja gut, wer weiß, wie du für einmal Talent findest, Olli. Geht da nicht drauf. Warum können denn die Xbox Arschlöcher da drüber fahren? That's F1 games, completely RNG. Sometimes you can cross over it and then you get fucked. Pretty often you get fucked. The sector 1 is awful, I did the low one. In the middle. That is cute. That very cute. 1-2 in the first, 0-6 in the middle, there's a 1-8. And then that is already a high 9, which is a mid 1. SPB. But it's not possible to set.
Alter, was ist denn da, ey? Mal reinlaufen lassen, sofort gedreht. So. Oh, komm schon. Och Mann. Die Scheißrunde. Der Dreck da. Das ist eine fucking 2-1 oder was? Oder eine 0? Was? Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. 2-2-3 im ersten. Alter, das kann eine 0 sein. Für das erste verabschiede ich mich jetzt von Ihnen. Gott. 9-5-0 im letzten. Das ist schon mal gut. Hey Yannick, Servus. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt.
Es tut fucking leid. Bleibe ich komplett in 60 im Anfang? Ah, oh, ich weiß es echt nicht, ey. Servus Schmalzel. Ach, dafür habe ich immer noch Kapazität übrig. Ah, du hast recht, bevor ich hier anfange und vollkommen Bullshit zusammenfahre, ich höre lieber mal auf. Du bist auf der Pole Position. Was für ein Rennen gestern? Was war gestern? PSGL, ne, oder? Freitags? Du, oh, 8! Ja. Verstappen und George Russell. 35.007. Das ist delicious. Das ist delicious. Ach, ne, ich mach noch mal ein paar Runs so und dann. Krieg schon den Kopf hier von diesen 59 SPS Geeiere da. IKR, ah, auf PlayStation, okay. Ja, sag's so schlimm oder was? Wo seid ihr gefahren? Scheiße. Bodenlos. Eieiei. Ja gut, zum einen wahrscheinlich fährst du dann doch gegen, ich sag mal, noch wahrscheinlich stärkere PlayStation-Fahrer. Denke ich jetzt einfach mal, ohne das böse zu meinen. Conny los.
Ah, fuck off! Vaffanculo! Ah, warum kann ich denn da nicht drauf fahren? Fuck Sieg. Mann, ey. Ah, das ist halt schon echt knapp, ne? Also wenn du dann mal doch wieder einigermaßen Level hast, ist es halt mal eben mit einer Null. Wenn die Eastman Pole gerade mal eine Null ist, ist es halt nicht mal so eben an einem Samstagmorgen ohne groß was machen halt gefahren. Oh, ist kaputt. Was ist passiert? Ja, komm, mach weiter jetzt. Lovely, 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 lovely. Oh, warum kommt mir denn der Arsch, ey? Ja, ganz vergessen. Mein Gott. Vielleicht ein Klick mehr hinterer Stabi auch fürs Rennen dann. Das probiere ich gleich. Tut mir leid. Tut mir leid. I'm so sorry. But I'm not allowed to share these. Hallo meine Freunde, we are back live. So, okay, a bit more focus now.
schon ein bisschen besser auf der Hinterachse an, in der ersten Kurve zumindest. Yeah, it should help. Especially sector 1 and also the last, so. Wow. Huiuiui. Ah. Maybe it's overall a bit slower because the turn-in is a bit less, but it's definitely also for the race easier to drive. And I mean, nah, forget it. That was awful. Yum. Gott, ist das scheiße! Was ist denn los, ey? Das kann der eine Klick denn sein. Ich fahr einfach scheiße. That one.
Ach, komm schon. Mein Gott, muss das sein? Sechs. Ausgezeichnete Runde. Wir sind sehr zufrieden. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Vettel, Verstappen und Alexander Albon. Das war's mit dem Qualifying. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechung beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Großartige Leistung, du warst wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Vettel, Verstappen und Alexander Albon. Damit ist das Qualifying rum, aber... Thank you.
Ah, nicht da rein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Schon keinen Bock mehr eigentlich. Es reicht schon wieder. Scheiße da. Eine Stunde und habe die Schnauze voll. Er ist so ein Snap, Alter, warum? Okay, wir machen das jetzt anders. Ich brauche eine fucking Runde, wenn ich nur zwei Runden im Rennen gefahren bin. Mich überhaupt weiß, ob das einigermaßen fahrbar ist. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Vettel, Verstappen und Morgen. Alexander Albon. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Nee, ich hab nicht den Bock, ich hab keinen Bock, den Sieg zu holen, nur. Ich hab ja gar nichts gemacht. Ein Zehntel Sektor. Nein. Und will einfach mal wenigstens ein bisschen vorbereitet sein. Und Australien war ja der Horror. Ja, ich hab's gesehen. Thomas, wahrscheinlich Thomas. Oder sag mal, ob das Thomas heißt. Aber ich höre jetzt auf. Ich bin jetzt durch. Ich muss noch ein bisschen was im Haushalt machen. Wir liegen jetzt ziemlich das Setup. Und jetzt? Hä? Ach, komm schon, Mann. Du fucking Scheißcomputer, du Dreckiger. Thank you.
Alter. Oh, geht mir doch nicht auf den Sack, Mann. Sag mal, bist du behindert oder was? Verpiss dich jetzt. Ärgere dich nicht zu sehr, Wink. Nein, ärgere dich nicht zu sehr. Ich ärgere mich überhaupt nicht, warum soll ich mich denn ärgern? Let's go! Zustand des Autos. Okay, geht in Ordnung. Ich hab gesagt, fucking normal. Zustand des Autos. Wegen der Reifen brauchst du dir noch keine Sorgen zu machen. Alles okay. Late. Too fucking late. Move it out of the way, bitch. Wee. Nice. Moin, servus. Oi. Janik, wenn du noch da bist, was sind wir bei IKR für Zeiten gefahren? Nicht gut. Das war nicht gut. Ach mein Gott. Ich hab keinen Bock mit dem Idiot zu kämpfen.
paar Infos zu Albon. Er zieht sich aus dem Rennen zurück. Bumps. Awful. Eigentlich musste. Ja, okay, gut. Ja, reicht fürs Erste. Okay, Leute, thanks for watching. Gonna go do some work at my house, so.